Wenn im All ein Baum fällt, gibt es dann ein Geräusch. Und damit willkommen zum sechsten Teil unseres Playthroughs zu Scorn. Mein Name ist Enlid und ihr seid hier auf Cloudplay, eurem Kanal rund um das Thema Cloud Gaming. Bevor wir weitermachen, wie immer eine kurze Triggerwarnung. Das Spiel zeigt einige doch sehr verstörende Bilder und Szenen. Also, falls ihr da etwas sensibel seid, schaltet lieber ab. Für alle anderen wünsche ich jetzt viel Spaß bei dem sechsten Teil von Scorn. Und hier befinden wir uns wieder in der, ich nenne sie jetzt mal, sakralen Heiligstätte der Erbauer. Wir hatten uns ja am Ende des letzten Teils doch sehr intensiv mit diesen halbmechanischen, halborganischen Mischwesen beschäftigt. Wer das nochmal rekapitulieren will, kann sich gerne die letzten 20, 30 Minuten von Teil 5 anschauen. Mittlerweile haben wir uns aber alle wieder ein bisschen beruhigt, ein bisschen meditiert, entspannt, unseren Geist befreit und können wieder frohen Gemutes durch die düsteren und surrealen Gänge von Scorn schleichen. So, was haben wir gelernt? Wir müssen ein zweites Gefäß mit einer roten Flüssigkeit füllen. Was das genau ist, überlasse ich mal der Fantasie des Zuschauers. Auf jeden Fall kommen wir erstmal auch weiterhin nicht aus dieser Halle hinaus. Und auch unsere Waffe lässt sich nicht mehr wechseln, die ist quasi festgewachsen. So langsam verschmelzen wir immer mehr und Mechanisches und Organisches wird langsam untrennbar voneinander. Feuer jetzt einfach mal aufs Geratewohl in diesen Raum. Ups. Okay, das scheint was gebracht zu haben. Die Frage ist, kann ich jetzt nochmal meine Munition aufstocken? Yes. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann nehmen wir doch auch mal den dritten Kokon mit auf seine kurze Reise. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Das ist auf der einen Seite ganz gut, weil dann muss ich mir das nicht nochmal angucken. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, was nun? Oh nein, nein, nein. Bitte nicht noch einmal. Nein. Oh, ich hasse es. Wir haben das doch alles schon durchexerziert. Damn it.
Mal schauen, was die Waffe so kann. Das Ding ist, ich habe jetzt auch gar keine andere Waffe mehr. Nachladen. Okay, auch während des Nachladens können wir hier getroffen werden. Und wir haben uns selbst gekillt. Auf ein neues. Schuss habe ich noch. What? Das hat schon mal nicht geklappt. Okay, wir müssen ihn erstmal da weglocken. Böses entstelltes Hybridmonster, komm. So ist brav. Uah. Okay. Munition. Die Dinger scheinen auch unglaublich weit über den Boden zu schlittern, bevor sie explodieren. Muss ich den auch einfach hier reinschießen? Na, dazu bräuchte ich jetzt natürlich erstmal Munition. Okay, wir werden das mal probieren. Wir werden mal probieren, ihn aus der Reserve zu locken und beim Nachladen in seinen Rucksack zu schießen. Wie viel Schuss macht er eigentlich? 3? 5? Schon lad nach. Yes. J.
Ja, Schweinebacke. What? Dem Frieden nicht. Okay. Erstmal nachladen. Okay. Also, die Zuschauer des letzten Teils werden wissen, was jetzt passiert. Ich für meinen Teil schaue da nicht hin. Euch sei das mal selber überlassen, aber das geht dann auch ein bisschen über meine Geschmackslimits hinaus. Den Behälter und das ist erstmal das Wichtige. Oh no. No. Oh Gott. Wir verwachsen immer weiter. Wahrscheinlich müssen wir uns hier beeilen, um uns von den Parasiten befreien zu können. Komm schon. Komm schon. Kann den Behälter nicht mehr. Haben wir den nicht mitgenommen? What? Wir haben den doch mitgenommen, oder? Was zur Hölle? Haben wir ihn verloren? Wir hatten doch eben noch den Behälter in der Hand. Und den müssten wir doch hier abliefern. Was passiert hier? Vielleicht müssen wir erstmal eine Möglichkeit finden, die Waffe loszuwerden. Ich kann auch nicht wild um mich ballern, wir haben ja nur begrenzte Munition. Und der Weg zum Nachschub ist jetzt wieder versperrt. Oder muss ich die Waffe einmal entleeren? Was bist du? Ich kann nichts machen. Hier gibt es neue Munition, okay. Was zur Hölle bist du?
Okay. Holy shit. Okay. Wir haben den Parasiten wieder etwas von uns entfernen können, aber wir gehen dabei drauf gerade. Nein. Nein, wir müssen nochmal gegen das Vieh kämpfen. Och, Leute, das ist... Also das ist... Ich weiß nicht. Das wirklich so beabsichtigt war. Okay, versuchen wir es. Also 8 Schuss oder 9. 3. Schweinebacke. Jetzt müssen wir uns das nochmal antun. Ach nee. Warum? Warum nochmal? Versuchen wir erstmal herauszufinden, was es hier mit auf sich hat. Okay. Damit öffnen wir das Türchen hier. Will ich da jetzt schon hin? Da hinten ist eine Tür. Jetzt versuchen, diesen Parasiten abzutrennen und dann ganz schnell zu der Station da vorne zu laufen. Da können wir hier auch reinfeuern. Ja. Munition alle. Okay. Also, der Plan ist, Hand reinhalten, Parasit abpacken und
zur Blutabgabestation zu sprinten. Zugewachsen? Das ist doch nicht wahr. Und nochmal meine Hand reinhalten, werde ich nicht überleben. Ach Leute. Also, Puzzles mit einem Dead End, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das nimmt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Eleganz, nenne ich mal halt nächstes Mal. Hier ist eine Tür, aber die kann ich nicht öffnen, weil meine Hand zugewachsen ist. Ja, und nun? Ich muss wahrscheinlich mit meinem Leben aushalten, aber wie soll ich mein Leben auffüllen? Ach, das geht noch. Okay, das geht noch. Sehr gut. Vier Stück. So, dann überlegen wir mal. Wir können das hier nutzen und dann die Tür aufmachen. Und von da aus schauen wir dann weiter. Los geht's. Für Munition muss ich auch befreit sein. Eieiei. Auf ein neues. Jetzt haben wir hier eine Art Transportbahn. Und wenn ich hier raufstehe. Okay, ich muss wahrscheinlich da hinten reinschießen. Alles klar. Feuer. Hier gibt es den Fünfer-Schlüssel. Okay. Parasit ab. Schlüssel her. Los geht's.
Als nächstes schauen wir mal hier nach. Oh. Okay. Also wir können jetzt entweder versuchen, die Tür zu öffnen, oder wir versuchen, das Portal da zu bedienen. Und wir müssen ja auch noch immer irgendwie unseren Behälter hier zu der Station bringen. Aber ich denke mal, dafür ist es zu weit. Wir versuchen erstmal die Tür. Los geht's. Laufen, 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 laufen. Komm schon, komm schon. Yes! Okay, das hat geklappt. What? Was zur Hölle ist das? Gott. Oh, wow. Schaut euch das an, ey. Wahnsinn. Das ist wirklich... atemberaubend. Das Artwork. Unglaublich. Okay. Was ist das jetzt? Ich hoffe, wir kriegen hier unseren Parasiten entfernt. Augen zu. Und durch. Nein! Es klappt nicht. Wir können es nicht nutzen. Aber ich komme doch niemals so weit, oder? Schaffe ich das? Also entweder ich laufe jetzt dorthin. Oder ich versuche bis hier zu laufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeit ausreicht dafür. Ach Mensch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Das sieht nicht gerade gesund aus, das Gerät. Diese Halle, ey. Okay, versuchen wir es. Beeilung, 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 Beeilung. Okay, wir sind dran. Wir sind dran. Oh shit! Nein! Nein! Komm schon, in den Stuhl, genau. Oh mein Gott, jetzt muss ich an mir selber eine Operation ausführen, oder was? Okay, was muss ich entfernen? Das Vieh, wo ist das Vieh?
Ist das das Vieh? Das... Das hat nicht geklappt. Ist das das Vieh? Ist das an meinem Rücken dran? Die ganze Zeit an meinem Rücken? Ach du Scheiße. Okay. Puh. Wir haben jetzt auch keine Waffen mehr. Und die Tür zurück ist verschlossen. Ach Mensch. Ich hatte es doch schon fast. Okay, ich kann auch nicht mehr rennen. Ich kann nur noch humpeln. Schauen wir mal, was passiert. Der Weg ist geöffnet. Oder müssen wir uns noch einer letzten Herausforderung stellen? Was seid ihr nur? Oh Mann. Behälter. Irgendwo müssen wir diesen Behälter hinbringen. Vielleicht kommen wir von außen wieder rein. Ja, das könnte klappen. Wir versuchen von außen wieder zu der Stelle zu gehen, bei dem man den Behälter abgeben musste. Vielleicht gelingt es uns so. Okay, los geht's. Oh, shit. Komm schon. Komm schon.
Okay, war er links oder rechts? Ich glaube rechts. Oder? Nein, links. Links, links, links. Yes. Okay, Treppe runter. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Da vorne, ich sehe es schon. Die letzten Meter. Komm schon, komm schon, komm schon. Treppe hoch. Yes. Wieso will ich da bloß nicht hin? Was zur Hölle? Okay, soll ich zuerst das Gerät benutzen? Oder zu dem Art Altar? Versuchen wir es erstmal hier. Ich hätte das andere nehmen sollen. What? Oh shit. Unser Bewusstsein transferiert in eine der beiden Personen. Das waren wir. Jetzt können wir über diesen Art Neurallink mit einer Art kollektiven Bewusstsein uns verbinden.
wechseln. Okay, ich kann meine Körper steuern und wechseln. Holy shit. Okay, was passiert hier? Hidden Blade activated. Kann der zweite das auch? Gott, das sieht aber auch nicht gesund aus, ey. Yes, der zweite kann das auch. Dem die Tür öffnen und mit dem anderen hindurch. Reicht nicht. Doch jetzt. Okay. Ich bleib hier stehen. Da geht die Tür wieder zu. Interessant. Sein. Nein. Okay, was übersehe ich? Was übersehe ich? Wenn ich den loslasse, bin ich raus. Mich von dem Ding befreien. Oh Gott. Einfach zu zweit auf das Pedal hier.
Irgendetwas übersehe ich. I don't get it. So viele Optionen hat das Rätsel ja nun auch nicht. Ich kann auf die Plattform. Dann fährt es kurz runter. Aber es fährt nicht ganz runter. Dann fährt es wieder hoch. Muss ich vielleicht, sobald es unten ist, die Hand aus der anderen Konsole lösen. Versuchen wir es mal. Und raus. Nein. Das ist das Einzige, was mir einfällt, ehrlich gesagt. Chance. What? What? Sind wir denn eigentlich baugleich? Oder gibt es Unterschiede? Nein, das sieht ziemlich gleich aus. Irgendwas. Oh. What? Kidding me. Hör doch auf. Thank you.
Wie es aussieht, hat das Gewicht von uns beiden gereicht. Nein. Ach, shit. Wir fahren doch fast am Ziel. Das war es also. Ein traurig düsteres Ende in einem surrealen und düsteren Spiel. Wie hat's euch gefallen? Schreibt's doch gerne in die Kommentare. Das Spiel spaltet ja gern die Gemüter. Ich sage immer, es ist wie eine Art Surrealismus-Ausstellung. Den einen sagt es gar nichts, die anderen sind gelangweilt und einige unter uns finden eine Art Erleuchtung in dem Spiel. Ich muss sagen, ich gehöre definitiv zur letzteren Gruppe. Mich hat das Spiel unglaublich beeindruckt. Unglaublich gefesselt und mich wird das sicherlich auch noch einige Zeit lang begleiten. Ich hoffe, der Content hat euch gefallen. Ich hoffe, das Playthrough hat euch etwas Freude bereitet oder auch an der einen oder anderen Stelle weitergeholfen, um vielleicht
einige Puzzles zu lösen oder auch gegen einige Gegner bestehen zu können. Gerade gegen Letzteres hatten wir ja auch selber die ein oder anderen Probleme gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt oder auch gern unseren Kanal abonniert. Hier bei Cloudplay bekommt ihr alles rund um das Thema Cloud Gaming. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen zu einem nächsten First Look, Let's Play oder auch in der Talkshow oder anderen Formaten. Ich bin ein Lied und ich wünsche euch viel Glück, macht's gut und habt Spaß bei allem, was ihr tut. Ciao.